freue mich sehr, dass ich nochmal auf der Terrasse des Paulus Hesto hier in Rom Schwester Anna Miriam Kaschner begrüßen darf, so kurz vor Synodenschluss. Muss jetzt einfach auch die Frage gestellt werden, Sie hatten gemeint, der Heilige Geist hat viel Raum. Hat sich das jetzt geändert? Nein, es hat sich nicht geändert. Er hat nach wie vor viel Raum. Es gibt viel Stille, es gibt viel Gebet. Aber es macht sich inzwischen eine gewisse Müdigkeit breit unter den Teilnehmern. So, ich glaube, dass viele die Zeiten der Stille auch dazu nutzen, einfach ihr Gehirn mal ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Aber es besteht jedenfalls die Möglichkeit zum Gebet. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt jetzt so Äußerungen in den Medien. Ich habe heute erst noch gelesen, ein Teilnehmer, Kardinal Müller, hat sich doch etwas echauffiert darüber, dass man so viel über den Heiligen Geist sprechen würde und dabei Jesus Christus und den Vater vernachlässigen würde. Das bringt etwas Unruhe jetzt in die Stimmung bei mir persönlich. Aber ich denke, der Heilige Geist ohne den Vater und den Sohn zu denken, ist schier unmöglich. Von daher denke ich, die sind alle drei gut bei uns und mit uns auf dem Weg. Das soll man doch schwer hoffen. Da wird ja, glaube ich, auch weltweit sehr viel für gebetet. Und ganz ehrlich muss man ja auch sagen, dass sonst der Heilige Geist immer so ein bisschen das Stiefkind ist. Es wird immer nur vom Vater und vom Sohn geredet und der Heilige Geist ist so ein bisschen hinten dran. Jetzt sind Sie ja Ordensschwester, Frau, und man hat gehört aus der Synodenaula, dass gerade bei den Frauen Fragen dann von den einzelnen Tischen, 39 gibt es insgesamt, auch eher die Frauen nach vorne geschickt worden und so ganz konkret bei einem Thema dann die von 38 Tischen eben 38 Frauen und nur ein einziger Mann gesprochen hat. Ist das Manipulation? Wie sehen Sie das ganz persönlich? Also einerseits ist immer interessant, was so aus der Synodenaula nach draußen dringt. Es soll ja nichts nach draußen dringen eigentlich, genau, aber man hört aber dann doch man so hört ein bisschen. Das dann doch. Nein, das ist schon klar. Also mich hat es auch gewundert, oder ich sag mal so, mir ist es aufgefallen, als dann der erste Mann sprach. Dann haben auch wirklich alle in der Synodenaula herzlich gelacht. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Manipulation ist, sondern wir haben ja die Sprecher, die am Ende den Bericht vortragen, in den Kleingruppen gewählt. Das war also wirklich ein Wahlprozess, wo ich kann mir vorstellen, viele der Bischöfe auch gesagt haben, okay, jetzt zu diesem Thema ist vielleicht doch am besten, wenn da jetzt eine Frau spricht. So, um da auch der Frau die Chance zu geben, das selber vorzutragen. Von Manipulation würde ich da jetzt nicht sprechen, nein. Hat sich denn da insgesamt die Stimmung jetzt geändert? Sie waren so sehr offen und froh gemut, was die Ergebnisse dann vielleicht auch angeht, ohne jetzt Erwartungen zu haben. Mhm. Hat sich das geändert für Sie persönlich? Also was sich momentan so ein bisschen verändert, wir kommen jetzt in die allerletzte Woche, es geht jetzt wirklich um Dokumente, die rausgehen, die veröffentlicht werden, sei es der Brief an das Volk Gottes, da wird jetzt heute Nachmittag noch drüber abgestimmt, über die letzte Version. Anschließend geht es in die Diskussion über die Synthese, die Texte. So, man merkt jetzt langsam so etwas Unruhe, etwas Spannung auch, die am Anfang nicht da war bei mir. Auch die Frage, so inwieweit muss man jede Kleinigkeit ausdiskutieren an einem Text oder kann man auch mal sagen, okay, das ist jetzt so formuliert, es muss jetzt nicht so formuliert werden, wie ich es unbedingt will. So eine gewisse Gelassenheit, die am Anfang da war, die verändert sich jetzt schon ein bisschen. Was Erwartungen betrifft, bin ich sehr froh, dass ich anfangs wirklich keine hatte oder mich wirklich dazu gezwungen habe, keine zu haben. Jetzt ist eher so ein wenig die Vorfreude auf diese 11 Monate, die jetzt kommen bis zur nächsten Synode oder dem zweiten Teil der Synode. Der Pater Radcliffe hat es so schön bezeichnet, der Same ist jetzt gelegt und eigentlich sind wir allesamt jetzt in einer Zeit der Erwartung, einer Zeit der Schwangerschaft. Wunderschön, dass er dieses Bild gebraucht hat dafür. Und in diesen 11 Monaten geht es jetzt wirklich darum, das, was wir hier erlebt, erfahren haben, in die Gemeinden, in die Diözesen zu tragen. Und das stelle ich mir jetzt eine wirklich spannende Aufgabe vor. Das ist ja quasi schon der Ausblick. Aber was versprechen Sie sich denn dann von diesem Brief an das Volk Gottes? Also es ist üblich, dass am Ende einer Synode ein Brief an das Volk Gottes von der Synode verabschiedet wird. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen vielleicht eher diesen Brief lesen werden als das Dokument, was noch herauskommt, weil das sehr viel umfangreicher sein wird. Ein 2 Seiten langer Brief ist erstmal eine gute Gelegenheit, den Menschen zu danken, auch für ihr begleitendes Gebet, für alles, was sie selber beigetragen haben zu der Synode in den ersten Anhörphasen.
Ihnen dann aber auch zu sagen, dass wir unterwegs waren und wirklich sehr positive Erlebnisse hatten. Wir haben mit Menschen aus der ganzen Welt gesprochen, wir haben einander zuhören können, wir haben selber lernen können. Jeder Einzelne, glaube ich, von uns geht verändert aus dieser Synode heraus. Und das wiederzuspiegeln, schon mal so einen ersten Einstieg zu geben in das, was in den kommenden 11 Monaten kommen wird. Haben Sie denn jetzt in dieser Zeit, die zurückliegt, die Zeit, in der Zeit der Synode, auch dieses Getragensein im Gebet gespürt? Auf jeden Fall. Ich glaube, ohne das begleitende Gebet von so, so vielen Menschen wäre in dieser Synode auch nicht so eine dichte Atmosphäre spürbar gewesen. Also ich habe mit mehreren Synodenteilnehmern gesprochen, die allesamt das Gleiche sagten. Hier hat wirklich Heiliger Geist nicht nur aus uns herausgewirkt, weil wir ihm den Raum gegeben haben, sondern Menschen auf der ganzen Welt haben uns unterstützt. Also auch die Gebete zum Beispiel hier auf dem Petersplatz, die Anbetungszeit, das Rosenkranzgebet. Immer wieder für die Synode, dafür, dass wir offen bleiben, dafür, dass wir wirklich fähig werden, auch hinzuhören. Das hat mir ganz viel Mut gemacht und Kraft gegeben. Trotzdem sind natürlich auch die Reizthemen, die der Deutsche Synodale Weg unter anderem auch thematisiert hat, Frauenpriestertum, Diakonat der Frau, diese Reizthemen. Wie nehmen Sie die Diskussion in der Synode dazu wahr? Also diese Reizthemen haben ihren Platz. Ja, sie wurden so wie alle anderen Themen auch geäußert. Sie durften einfach auch da sein, ausgesprochen werden. Es durften Erwartungshaltungen an die Kirche, an uns ausgesprochen werden. Wobei ich doch überrascht war, dass Stimmen, die jetzt das Priestertum der Frau fordern, ganz, ganz wenige waren. Ich bin jetzt im Moment gar nicht sicher, ob es überhaupt in der Synodenaula passiert oder beim Kaffeetrinken. Während das Thema Diakonat der Frau öfter angesprochen wurde. Und gut, man muss jetzt schauen, wie wir damit in die nächste Synodensession hineingehen. Wird auf jeden Fall jetzt keine Entscheidung getroffen werden. Es wird auch jetzt noch nicht entschieden werden. Wir legen dieses Thema dem Heiligen Vater zur Begutachtung vor. Das wird erst nach der zweiten Synode passieren, wenn auch vieles klarer geworden ist. Der Papst hat ja 2 Kommissionen eingerichtet, die das Diakonat der Frau jetzt einfach historisch auch untersuchen soll, gucken soll, wie war es denn eigentlich in den Anfängen der Kirche, um zu sehen, wenn es für heute ein Modell, ein neuer Dienst ist, der in der Kirche entstehen soll, dann wird er, denke ich, in meiner Bescheidenheit sicherlich anders aussehen, als das Diakonat des Mannes es im Moment aussieht. Wie oder was für eine Stimmung gibt es denn da überhaupt in der Weltkirche? Ist es so, dass der Diakonat des Mannes jetzt eigentlich komplett akzeptiert ist und weltweit schon etabliert? Nein, er ist weltweit überhaupt nicht etabliert. Es gibt Regionen der Erde, wo es überhaupt keine ständigen Diakone gibt. Und es gibt andere Regionen in der Welt, die auch Probleme haben mit dem ständigen Diakonat des Mannes. Auf dem Hintergrund, dass so ein Diakon oftmals als kleiner Ersatz für einen Priester genommen wird und eigentlich gar nicht die wirklich diakonalen Aufgaben, nämlich der Dienst für die Ärmsten, der Dienst für die Schwachen, im Mittelpunkt steht, sondern oftmals seine Funktion, was Sakramente angeht, also Taufen und Beerdigen, was Predigen im Gottesdienst angeht. Und von daher gilt es da vielleicht auch nochmal zu klären, was ist denn überhaupt die Funktion des Diakonates in der heutigen Zeit. Ja gut, aber es ist ein großes Thema, was natürlich auch von den Deutschen immer wieder präzisiert worden ist. Und jetzt mal das, dann wiederum die Deutschen zu zitieren, Professor Söding vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat gesagt, es ist ein großer Aufbruch der katholischen Kirche, also diese Synode. Und der deutsche synodale Weg sei dazu nicht im Widerspruch. Es gehe jetzt nicht darum, alle im Gleichschritt marschieren zu lassen, sondern man brauche eine kluge Form, um zu klären, wir bleiben zusammen, auch wenn wir in bestimmten Fragen unterschiedliche Richtungen verfolgen oder jedenfalls unterschiedliche Geschwindigkeiten einschlagen. Ist das überhaupt machbar, unterschiedliche Richtungen? Also unterschiedliche Geschwindigkeit lasse ich mir noch gefallen, aber unterschiedliche Richtungen für eine katholische Kirche weltweit? Also ich persönlich sehe das sehr kritisch, denn unterschiedliche Richtungen würde jetzt beispielsweise, nehmen wir das Diakonat der Frau, bedeuten, dass es in einem Land eingeführt wird, in einem anderen Land nicht eingeführt wird. Und das würde zu, ja, vielleicht nicht zu einem Zerbrechen der Kirche, aber doch zu Diskrepanzen führen auf dem Weg. Da wäre ich doch etwas vorsichtiger. So würde ich das nicht ausdrücken. Die Geschwindigkeiten, das kann ich schon sehen, die gibt es heute schon. Ja.
Ja, es gibt auch heute in der Liturgie andere Geschwindigkeiten, auch vielleicht andere Riten, die gefeiert werden. Aber vielleicht noch mal zu diesem Punkt der Äußerungen auch jetzt von Seiten des Synodalen Weges. Ich habe das auch gelesen. So, die Themen des Synodalen Weges würden jetzt endlich auf dem Tisch der Weltkirche liegen. Das stimmt, sie sind dort, aber nicht, weil die Deutschen sie eingebracht haben, sondern diese Themen, und das war einfach von Anfang an ja auch klar, die gibt es nicht nur in Deutschland. Die Frage nach der Stellung der Frau, nicht unbedingt nach dem Diakonat, aber nach der Stellung der Frau in der Kirche ist überall präsent gewesen. Die Frage auch nach dem Umgang mit Homosexuellen ist in vielen, vielen Ländern ein Thema. Das hat nicht der Synodale Weg in Deutschland jetzt entdeckt und hier hingebracht, sondern das war schon vorher da. Und ich würde einfach so dieser Richtung etwas widersprechen wollen, als wären es jetzt die Deutschen, die jetzt es geschafft haben, ihre Themen endlich hier in die Weltkirche einzubringen. Dem muss ich sagen, ist einfach nicht so. Also jetzt das Stichwort dann Homosexualität in der katholischen Kirche. Es gibt ja aus dem amerikanischen Bereich einen Vorreiter, sozusagen einen Jesuiten, James Martin. Da hatten Sie eine ganz besondere Begegnung. Ja, richtig. Also James Martin saß zweimal in meiner Tischgruppe und viel hatte ich von ihm noch nicht gehört. Eigentlich nur so einen groben Überblick, dass er für die LGBTQ-Community sich stark macht. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, jetzt sitze ich also zweimal mit ihm in einer Tischgruppe zusammen, wie wird das werden? Und ich habe dann einfach gemerkt, dass er als Mensch unheimlich nahbar ist, also auch persönlich interessiert an anderen, einfach ein, ja, ich sag mal, ein ganz normaler Mensch ist. Hört sich jetzt blöd an, aber das war für mich die erste Erkenntnis. Und woher kam denn Ihre Haltung, dass er so irgendwie, also dass Sie, also quasi so eine Aversion, woher kam die? War das medial beeinflusst? Das war medial, einfach medial beeinflusst. Ja, ja, komplett, komplett. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe mit meinem Bischof aus Dänemark drüber gesprochen, wir haben uns dann entschieden, komm, wir laden den mal zum Mittagessen ein. Und dann sind wir mit ihm zusammen essen gegangen, haben erst über ganz viele Themen gesprochen und irgendwann ihm dann auch die Frage gestellt, wie er überhaupt zu diesem Dienst gekommen ist. Er hat dann so etwas aus seiner Geschichte erzählt. Und was mich wirklich sehr berührt hat, ich habe ihm sehr direkt die Frage gestellt, James, was würdest du machen, wenn jetzt ein homosexuelles Paar zu dir kommt und dich bittet, sie als Paar zu segnen? So, und dann hat er ganz locker gesagt, das würde ich nicht machen. Weil? Weil, einmal sagt er, bin ich Katholik, das heißt, ich unterstehe der katholischen Kirche, die durch das Schreiben des Glaubensdikasteriums ganz klar gesagt hat, das geht nicht. Zum Zweiten bin ich Jesuit, das heißt, ich unterstehe meinem Ordensoberen und deswegen kann ich das nicht einfach machen. Dann habe ich ihn nochmal gefragt, ich sage, was sagen denn dann die Menschen dazu, die zu dir kommen? Und dann hat er gesagt, die akzeptieren das. Die sagen, wir verstehen das, du bist Katholik, du bist Priester in der katholischen Kirche, deswegen würden wir dir diese Bitte auch gar nicht antragen wollen. Und das hat ihn jetzt in meiner Sicht nochmal unheimlich, ja, wie soll, katholisch gemacht. Also ich hätte das nicht vermutet, dass er so reagiert, sondern ich hätte vermutet, dass er jetzt sagt, ja, das muss man auf jeden Fall machen und das wäre Ausgrenzung, sie nicht zu segnen. Und ich habe ihm dann beim Abschied gesagt, you are not so bad as I thought. Was uns beide also Sie sind nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Genau. Und ich habe so für mich gemerkt, das war auch nochmal so eine innere Bekehrung, einen Menschen doch erst kennenzulernen, bevor man wirklich über ihn urteilt. Ja. Wie viel Schuld haben in solchen Fragen dann tatsächlich Ihrer Meinung nach auch die Medien? Also Schuld im Sinne von... Ja, also ich möchte jetzt nicht zu so einem Mensch werden, der jetzt auf die Medien rumknüppelt, aber es gibt ja, nehmen wir mal das Beispiel, dass der Brief an das Volk Gottes eigentlich am Montag veröffentlicht werden sollte und er ist jetzt am Mittwoch veröffentlicht oder wird heute veröffentlicht. Das hat schon gleich in den deutschen Medien wieder dazu geführt, dass von einer Krise in der Synode gesprochen wird, weil angeblich jemand oder einige Leute oder mehrere Bischöfe die Legalität dieser Synode in Frage stellen, weil ja auch Laien dabei sind. Ja? Das ist so nie gesagt worden, dass wir in einer Krise sind und wir sind auch nicht in einer Krise. Es wird aber von den Medien so transportiert, das heißt, es wird in großen Medien veröffentlicht, die anderen übernehmen das und auf einmal entsteht das Bild, die Synode ist in einer Krise. Und sowas ist immer ganz, ganz schädlich für die Atmosphäre innerhalb. Ja, es hat vielleicht einen gegeben, der sich auch geäußert hat, sind vielleicht 5, 6, die das Gleiche glauben, aber der Großteil ist einfach froh, dass es so ist, wie es ist, dass wir Laien dabei haben.
Und es gab ein eindeutig klärendes Wort von Kardinal Gregg zu dieser Sache, so das Thema ist geklärt. Ja, sehr gut. Jetzt kommen Sie ja von der Nordischen Bischofskonferenz und Ihr Arbeitsplatz scheint ja schon etwas weiter zu sein, als das jetzt hier auch in der Synode sich widerspiegelt. Sie haben ein viel kollegialeres Verhältnis zu Ihren Bischöfen und gehen, ich sage mal flapsig formuliert, etwas lockerer auch miteinander um. Können wir da von Ihnen lernen, ich sage jetzt mal im Süden Europas, aber eben auch gerade auch im deutschsprachigen Raum? Da bin ich ganz, ganz sicher. Also das ist schon der erste Lerneffekt dieser Synode. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die einfach so bei Tisch erzählten, Mensch, das erlebe ich zum ersten Mal. Ich sitze da mit Bischöfen, Kardinälen an einem Tisch. Ich nenne die beim Vornamen. Ja, das hätte ich mich ja nie getraut. Und ja, und die hören auf mich. Ja, also jeder hat ja die Möglichkeit zu sprechen und sie gehen auf das ein, was ich sage. Sowas habe ich in meinem Alltag noch nicht erlebt. Ich finde das schlimm, dass sie es bisher noch nicht erleben durften, weil es für mich im Norden einfach Alltag ist. Aber ich glaube, dass das noch in ganz, ganz vielen Ländern, Bistümern eben nicht der Alltag ist. Und von daher ist diese Synode ein ganz, ganz großer Lerneffekt, wenn wir das zum Beispiel mitnehmen könnten, sowohl die Bischöfe, Priester, die Ordensleute, die Laien, und das in den Diözesen wirklich auch üben könnten, diese Art des Umgehens miteinander, dann wird sich Kirche von ganz alleine verändern. Ist das für Sie dann auch so ein Schritt weg von zu viel Klerikalismus? Ja, auf jeden Fall. Klerikalismus war auch immer ein Thema, wobei man in der Synode auch sagen muss, immer wieder kam auch der Hinweis, es gibt nicht nur Klerikalismus unter den Klerikern, es gibt Klerikalismus genauso unter den Laien. Und viele Bestrebungen der Laien nach Partizipation, nach Mitentscheidung, rührt zum Teil auch aus einem versteckten Klerikalismus der Laien heraus. Ich will auch jemand sein, der in einer besonderen Position ist. Ich will auch die Macht haben. Und da muss ich sagen, das ist nicht im Sinne der Synode. Und das hat mit Synodalität auch nichts zu tun. Bei einem Briefing hat Bischof Overbeck, um dann nochmal auf die Deutschen zurückzukommen, den Priestermangel in seiner Diözese und die fehlenden Weihen zur Sprache gebracht. Wie sieht der Priestermangel in der Nordischen Bischofskonferenz aus und was können wir da in Deutschland, Österreich, Schweiz oder generell auch in Europa lernen? Also wir hatten just letzten Samstag in Schweden 4 Priester, die geweiht wurden und einen Diakon. Also das ist eine umwerfende Zahl für ein Land bei uns oben im Norden. Was aber auch nochmal zeigt, dass Kirche lebt, dass sie auch Berufungen hervorbringt, wenn Kirche eben betet, auch sehr intensiv um Berufungen betet. Das erlebe ich in unseren Gemeinden immer wieder, die Bitte um neue Berufe, sei fürs Ordensleben, fürs Priesterdasein. Und gleichzeitig aber auch schon die Katechese in den Familien. So ist, dass Kinder, Jugendliche schon hingeführt werden zum Glauben. Ich erlebe es leider in Deutschland immer so, es gibt die Taufe, die Erstkommunion, die Firmung und dann ist keine Katechese mehr da. Bis man vielleicht später dann mal heiratet, dann kommen die Ehevorbereitungskurse. Aber in der Zwischenzeit, da fehlt so viel. Es gibt. Also das ist, muss man einfach sagen, die Firmung ist ja schon nicht mehr selbstverständlich. Also die Kommunion ist das eine, aber nach der Kommunion kommen die Kinder und die Eltern kaum noch in die Kirche. Richtig. Und gefirmt wird dann sowieso wird dann schon recht weniger. Und ich glaube, wenn das fehlt, wenn diese Grundlage fehlt, dann wird auch ganz schwer vermittelbar, was ist Kirche, wie funktioniert Kirche, warum geht einiges in der Kirche und anderes nicht. Und Menschen heranzuführen an einen ganz persönlichen Gott, der mich persönlich liebt, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort, zu dem wir als Kirche zurück müssen, damit auch wieder Berufungen kommen. Das ist eigentlich so das Stichwort auch Neuevangelisierung oder auch Wiederevangelisierung. Wie viel Raum hat das in der Synode gehabt als Stichwort? Ja. Es hat insofern Raum gehabt, weil immer wieder die Forderung kam nach Ausbildung der Laien, Ausbildung auf allen Ebenen. Ich würde mir da noch mal wünschen, dass wir das etwas konkreter fassen würden, weil es nicht nur um professionelle Ausbildung geht, sondern insbesondere um Glaubensunterweisung, Möglichkeiten, Gott direkt in seinem Leben zu erfahren und sich da mit anderen Menschen auch austauschen zu können, weil genau das es ist, was den Glauben wiederum stärkt. Für uns ist das so wichtig, weil im Norden die Menschen so verstreut leben. Ja, wir müssen die immer sammeln, wir müssen Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Und in diesen Begegnungsmöglichkeiten passiert dann dieses. Man berichtet darüber, man hat kleine Gruppen, kleine Gebetsgruppen, wo das Glaubenteilen auch ganz normal ist. Ich habe erfahren mit
Synodenteilnehmern, die sagten, für uns ist das komplett neu, das haben wir noch nie gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Bischöfe oder unsere Bischöfe das machen sollen, die können das gar nicht. Ja? Klar, weil wir gewohnt sind, immer von einem anderen Aspekt auf Kirche zu gucken, Texte entwerfen, ja, theologisch an Sachen dran zu gehen. Ist auch alles wichtig und gut. Aber wenn dieser andere Aspekt fehlt, dann geht etwas verloren und stirbt in der Kirche, was wir nicht mehr gut aufholen können. Wie garantiert ist denn bei Ihnen oder für die Gläubigen im Norden die Sonntagsmesse? Also es gehen sicherlich nicht alle Leute, alle Katholiken sonntags zur Messe. Es hat zum Teil den Grund, wenn ich jetzt von Dänemark einmal wegschaue auf die Länder wie Nordnorwegen, wo die nächste katholische Kirche 5 Autostunden entfernt ist, das kann man nicht jeden Sonntag machen. Das passiert einmal im Monat. Generell kann man sagen, dass der Besuchsprozent der Kirchenleute, der Gläubigen sehr viel höher liegt als in Deutschland, in anderen europäischen Ländern. Woran liegt das? Wir liegen bei ungefähr 20%. Das ist stattlich. Das ist schon sehr stark. Es liegt, glaube ich, daran, dass die Menschen diese Sehnsucht nach Gemeinschaft haben. Diese Sehnsucht danach, andere Katholiken zu treffen, nicht alleine zu sein in seinem Glauben. Ich benutze immer wieder das Beispiel von einer Schule, an dem ein einziges Kind katholisch ist. Was das für das Kind bedeutet, was das für die Eltern bedeutet, der Austausch darüber, wie Erziehung im katholischen Glauben gehen kann unter diesen Bedingungen, ist für Eltern grundlegend. Und da braucht es diese Gemeinschaft. Und die wird in der Kirche gefeiert, man geht zum Gottesdienst und dann haben wir das sogenannte 8. Sakrament. Das ist der Kirchenkaffee, ohne dem passiert gar nichts. Also Gottesdienst und anschließend Kaffee trinken, und oft dauert das Kaffeetrinken länger als der Gottesdienst. Auch nicht schlecht. Jetzt haben Sie aber sicherlich doch auch das Problem, dass Sie immer weniger Getaufte haben im Norden. Wie kann, wenn die Leute noch nicht mal mehr getauft werden, die Kinder oder auch dann im Erwachsenenalter, wie kann da Neuevangelisierung gelingen? Also wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, noch im Norden, dass die Zahl der Taufen und der Konversionen über den Zahlen der Beerdigungen und der Austritte liegen. Was also darauf hinweist, dass wir eine stark wachsende Kirche sind. Da würde ich sagen, wenn ich an Länder denke, wo das genau so ist, dass weniger Kinder getauft werden, dann gilt es, Angebote zu machen, zunächst mal niederschwellige Angebote. Ich glaube, sowas wie Anbetung, wie Einladungen zur Kirche zu kommen, zu Gottesdiensten, damit Menschen eine Erfahrung machen können von Liturgie. Also im Norden kommen ganz viele Menschen über die Liturgie zu uns. Sie haben einen Gottesdienst erlebt, in die Osternacht, das ist ja ein herausragendes Beispiel. Also da kommen Leute hinterher, nach Ostern habe ich die meisten Anfragen für Konversionen, die dieses Erlebnis so nicht kennen, angesprochen sind, spüren in sich, da bewegt sich was und dann den Schritt machen. Das dauert manchmal lange, das geht nicht von heute auf morgen, das sind manchmal Jahre Prozesse, die ablaufen, bevor jemand kommt, aber diese Menschen sind oft stabil, die bleiben dann. Was nehmen Sie denn jetzt mit nach Hause in den Norden? Das, glaube ich, muss ich jetzt erstmal noch alles sortieren, weil es so viel ist an Eindrücken. Ich nehme mit, Weltkirche ist etwas Wunderschönes. Ich glaube, das wissen unsere Katholiken im Norden, weil sie es tagtäglich auch erleben. Aber ich nehme mit, dass wir über strittige Themen in der Kirche durchaus miteinander ins Gespräch kommen können, ohne uns gegenseitig halb umzubringen. Ja, also man darf diskutieren, man darf uneinig sein und trotzdem erleben, wir gehören zu einer Kirche. Und das war für mich in der Synode ein Riesenglaubenszeugnis. Ja, da gibt es diejenigen, die sagen, ich will aber und ich meine aber, und die anderen sagen, nee, um Gottes Willen, das darf nicht passieren und wir haben Angst, dass sich was verändert, und die anderen sagen, ich habe Angst, dass sich gar nichts verändert. Und trotzdem, wir sind eine heilige katholische und apostolische Kirche, und das hier zu spüren, am Stuhl des heiligen Petrus, das ist umwerfend. Und ich hoffe und wünsche mir, ich habe schon ein paar Einladungen bekommen von Gemeinden, die mich eingeladen haben und gesagt haben, komm vorbei und erzähl. Ja. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe jetzt, dieses Zeugnis zu geben von der Synode. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass Sie sich wieder bereit erklärt haben, auch für und bei und in KTV nochmal Zeugnis zu geben. Und die letzte Frage ist, was glauben Sie, wie werden Sie die nächsten 11 Monate verleben, bis es dann heißt, auf Wiedersehen in Rom. Also ich glaube, jetzt die erste Woche im November werde ich, glaube ich, in Schweigeexerzitien gehen, wo ich nichts mehr hören muss und nichts mehr sprechen muss. Passt ja vielleicht auch zu Allerheiligen und aller Seelen. Genau, richtig. Und danach, glaube ich, wird eine sehr spannende Zeit beginnen mit viel,
Zeugnis geben über das, was hier passiert ist. Ich möchte gerne unsere Gemeinden informieren. Ich möchte gerne so dieses Gespräch im Geist einüben mit verschiedenen Gruppen, mit verschiedenen Räten. Auch in meiner eigenen Ordensgemeinschaft würde ich das sehr gerne einmal ausprobieren, um dann, je nachdem, wie jetzt die Synode sich entschließt, wie diese Zeit gestaltet werden soll, wird es auch noch mal Treffen in Gemeinden geben. Es wird vielleicht sogar auch noch mal Kontinentalversammlungen geben. Also es sind auf jeden Fall sehr bewegende Monate, die da auf uns zukommen. Ja, großartig. Vielen Dank dafür. Dann das Letzte, wie immer eigentlich. Was wünschen Sie sich von den Zuschauern von KTV? Ich wünsche mir, liebe Zuschauer, dass Sie weiter neugierig bleiben auf die Synode, dass es nicht nur ein Ereignis war, was jetzt in Rom stattgefunden hat und das dann wieder verschwindet irgendwo und dann vielleicht in einem Jahr wieder auftaucht, sondern geben Sie wirklich Ihre Stimme auch Klang. Gehen Sie in Ihre Gemeinden, hören Sie zu, was diejenigen, die zurückkommen, berichten. Sie kommen mit offenen Ohren. Ich hoffe auch mit offenen Herzen, um zu hören, was Sie in den Gemeinden bewegt, und bringen Sie das bitte ein. Wunderbar. Schwester Anna Miriam, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen erneuten Einblick in die Synode 2023 hier in Rom. Vielen Dank. Sehr gerne.